Mein Name ist Roland Herrmann. Ich bin als Quereinsteiger in Darabau gekommen und habe auf dem Großgerät angefangen als Maschinist und habe mich dann weitergebildet in allen Besetzungsstellen und habe nachher zum Schluss als Großgerätefahrer, als Baggerfahrer gearbeitet. Ja, ich selber bin verheiratet, habe drei Kinder, Entschuldigung, und stamme eigentlich aus dem Ort Kremin, der weggebaggert worden ist, und bin dann nachher, wo die Umsetzung kam, dann nachher 1981 nach Kräftenreinig zu suchen. In der Arbeit bin ich von Kindheit an gewöhnt worden. Denn auch in der Landwirtschaft noch, erst noch als privat. Und dann hat man immer damit arbeiten müssen und man hat man dann nachher, wenn es manchmal schwer ging, aber was notwendig ist, habe ich auch eingesehen. Also ich bin da in den Sachen nicht, also, dass ich dann nachher gemäutert habe oder was. Und das war zu Hause beim Vater oder nachher die erste Zeit in der LPG, wo ich dann noch war, in der Produktion. Da habe ich alles hier, habe mich auch bemüht, dann nachher alles zu beherrschen, die Technik dann nachher. Ich meine, wo ich aus Schule gekommen bin, da hatten wir ja nicht viel Technik. Da war meine Hauptbeschäftigung mit den Pferden anspannen, bin ich noch mit. Aber dann nachher bei der LPG, ich meine, gut, das war noch eine kleine LPG, die hatten nicht so viel Technik. Aber was denn da stand, konnte ich eben auch bedienen, habe ich auch bedient. Naja, da war das natürlich für mich die Grube, obwohl das ja auch teilweise ältere Geräte waren. Der Darabau war das für mich schon eine Herausforderung, das alles kennenzulernen. Aber ich wollte aber eigentlich auch auf ein Großgerät, weil das doch interessanter war und vielseitiger dadurch. Und ich habe mich da auch nicht irgendwie gedrückt. Im Gegenteil, man hat das nachher auch gemerkt, meine Einstellung, denn ich wurde oft, wenn ich frei hatte oder irgendwas geklemmt hat, wurde ich, na ja gut, ich war auch bequem, die erste Zeit zu erreichen von Kremin. Da stand nachher der Steiger hier nachher vor der Tür, oh, wir brauchen dich da, da ist eine Störung, du musst auf den Kran oder der und der ist ausgefallen. Naja, Roland ist dann auch gerannt, danach ein bisschen, obwohl die Frau dann manchmal auch gesagt hat, Mensch, das können wir, haben nur. Aber ich weiß, ich auch Interesse hatte am Darabau, also das war, und aber das ist allgemein meine Einstellung so gewesen, auch nachher später, wo ich dann nachher eine ABM hatte und verschiedene Sachen. Ja, manche hatten dabei nicht die, ach ja, das ist doch bloß Aushilfe und so. Ich sage, ne, wir haben hier auch einen Auftrag und das wird dann auch gemacht. Ich habe da auch mich dafür interessiert, habe dann alles mit angenommen und nun, wir hatten ja die erste Zeit erstmal gehofft, wo dann der Umschwung kam, weil wir dann ja nur erfahren hatten, ja im westlichen bundesdeutschen Gebiet, da sind die Gerätefahrer entschieden höher entlohnt worden. Ja, aber dann kam aber das aus, dann war ja die Sanierung und die Sanierungsgesellschaft, die hatte da ganz andere Tarife, war also, und dann ging das auch los, dann wurden ja aber erst, ich war ja nur nicht die Alten, der Alte, aber eben doch älter, da wurden dann zuerst die über 55, 56 Jahre erstmal in Vorruhestand geschickt, naja, und dann wurde das so nach und nach. Und die jüngeren Leute, die wurden ja dann auch gekündigt, die hatten dann auch eine Chance, woanders unterzukommen. Na, nun hat man dann nachher, wo dann nachher die Geräte ganz still geschlecht haben,
hatten sie dann teilweise noch Umschulungen gemacht. Ich habe zum Beispiel Brennerlehrgang gemacht und Kettensägelehrgang gemacht, dass man dann entweder vermittelbar war oder dass man in den anderen Bereichen arbeiten konnte bei der Sanierung hier. Und dann hat man gesagt, naja, vielleicht reicht es bis zur Rente, aber das war ja dann auch absolut nicht mehr drin. Aber man hat sich damit abgefunden, es wurden ja nach und nach stieg die Altersgrenze immer weiter an, wo dann entlassen wurde. Und dann hat man von, waren ja nachher nur noch Arbeitsverträge von einem Vierteljahr. Dann hat man von Vierteljahr zu Vierteljahr gehofft, na, ist man denn dabei? Aber dann also war es ja dann, das hatte man dann gesehen. Und gut, dann. Ich dachte ja nachher, eventuell, dass man hier für Rubles hier, wo das wurde ja dann aufgebaut, nachher alles, dass man dann nachher damit einsteigen konnten, aber das waren ja auch nicht die Masse Leute. Denn ich habe ja als letztes hier, da war der 651, der unten steht, der Bagger, der war ja am Ende der Grube abgestellt worden, praktisch, und den hatte ich dann nachher noch mit, da hatten sie mich von Gröberns rübergeholt, noch hier rüber in den Aarbau reingefahren wieder zur Ausstellung eben hier. Aber wie gesagt, da waren ja doch etliche Leute da, die dann nachher den Fuß gefasst hatten schon und dann